So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Sky Factory 3. Ihr kennt das Ganze bestimmt schon. Es kommt ein kurzes Intro, danach geht's weiter. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wie gesagt, nochmal hier zu Sky Factory. Ich bin gerade noch dabei, hier ein bisschen elektrischen Stahl herzustellen. Silizium da. So, nur Legierung, genau. 1, 2, 3. Ach stimmt, Stahl könnten wir uns auch herstellen. Steel Ingot. Stahl müssten wir uns auch herstellen. Kommt als nächstes. So, da haben wir die zwei elektrischen Stahl. Dann brauchen wir noch vier Redstone-Legierungen. Und... Ach, das ist leitendes Eisen. Okay. Elektrischer Stahl. Da. Gebrochene Kohle, das ist schwarzer Quarz. Müsste ich hier mal was rausschmeißen? Komm, den Kies kann ich raustun. Da habe ich ja mittlerweile mehr als genug Lagermöglichkeit. Hier zum Beispiel. Hü, hüpf, los. Nee, Quatsch, dich brauche ich doch nochmal. Fuck. Fuck. Lass mich mal überlegen, was haben wir hier? Weiße Wolle. Was könnte ich denn? Hier. Essen habe ich doch wo ganz anders. Essen habe ich doch hier hin. So. Schwarzpulver. Ach, Truhe, Eisenbarren und 7 Stone. Habe ich noch eine Truhe? Ja. Truhe, Eisenbarren und 7 Stein. Ja, ich weiß, das waren 8. Truhe, Eisenbarren und Stein. Loot Recycler. Würde ich gern hierhin setzen. Dann hauen wir uns mal den Bauch voll. Nehmen uns eine Itemleitung. Setzen die Truhe hier hin und die Itemleitung oben drauf. Du kommst weg. Du extrahierst immer. Insertieren.
So, dann kann ich nämlich jetzt hergehen und kann das Schwarzpulver. Wir haben schon 41 Stack. Erstmal mache ich mein Inventar leer. Dann kommst du noch hoch. Das kann hoch. Der Stein kann noch weg. Ich werde wahrscheinlich noch einen Itemfilter brauchen. Denn dort, wie ihr gerade seht, bekommt man Lootbags raus. So. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich mit dem Schwarzpulver anfangen müsste oder könnte. Es gibt noch die Möglichkeit, einen TNT-Generator zu bauen, aber ganz ehrlich, nee. Nee, der geht mir nämlich so ein ganz klein wenig gediegen auf den Sack. So, hier haben wir auch wieder Lootbags über. Ich muss mir unbedingt endlich mal da hinten etwas überlegen wegen dem Loot. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Hier bekomme ich viel zu viel Loot raus. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren über vielen Loot. Um Gottes Willen. Weiß Gott nicht. Vieler Loot ist gut. Tralalala. So, Rotten Flesh Bones. Aber es wird halt schon ein bisschen einfacher, wenn das Ganze dann entweder. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ich mir jetzt so schnell als möglich dann ein Bereich baue, wo ich mir ein Nether-Portal aufstelle. Und dieses Nether-Portal im Nether dann schnellstmöglich an Lohn rankomme. Mit Hilfe der Lohn mir dann eine Endertruhe baue. Genau. Und ja, dann geht's rund. Wo haben wir den Kuchen? Die müssen doch auch hier hinten beim Essen sein, wa? Ja. So, güldener Apfel, Dimlet Parcel. Da ich nie weiß, wo ich das hinschmeißen soll. Pinkes Blumenpulver. Ach, stimmt. Okay. Einmal, zweimal. So. Es wird fast alles aufgehoben, außer dieses Drecksbuch über diese scheiß Dirt Chest. Ich weiß nicht, es kann, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob die Dirt Chest irgendwas bringt oder nicht. Ich mag sie nicht. Seid nicht so laut. Ich finde es übrigens interessant, dass die Tage resettet wurden. Oben links. Das Ganze wurde wieder auf null resettet, als ich die neue Aufnahme-Session gestartet habe. So, wir können uns jetzt entweder ein Legendary Lootbag oder vier Epic Lootbags holen, aber ich glaube, ich probiere mal den Legendary. Wir bekommen Diamantbrustpanzer, Draconium, Diamantbeinschutz. Nice. Die Beine kann ich sogar brauchen. Draconium wird gebraten.
müsste ja jetzt runterfliegen. Genau. So. Draconium. Draconic Evolution, Quatsch. Draconic Evolution ist übrigens ein Mod, den ich selber recht schlecht kenne. Nur Ofen. Das heißt, da werde ich ein bisschen auf Hilfe angewiesen sein. Mal gucken, wen ich da frage. So, die Schilder kommen raus. Nein. Doch, können wir auch rausnehmen. So, Draconium. Die Stöcke können wir rein theoretisch auch rausnehmen, wa? Hm. Oder es wird Zeit für ein ME-System. Stimmt, mir fällt da gerade was ein. Ich habe ja noch was gebraucht. Und zwar leitendes Eisen. Ich hoffe, das ging so. Ja, schön. Drei. Und vier. Mob Mesher Upgrade, Mob Grinding Utils. So, dann brauchen wir noch zweimal elektrischen Stahl. Und dich brauchen wir. Den können wir jetzt aufladen. Dauert ein bisschen. Ja, leider nicht lang genug. Okay, kleinen Moment noch. Geht gleich weiter. Gut. Die Schilder können wir hier lassen. Quarzglas, dunkel, erleuchtet. Genau. Den können wir aus Spaß an der Freud, aus Spaß an Sigmund Freud hier hinstellen. So, dann hätte ich gern. Quatsch. Ich muss den Magneten noch mitnehmen. Kriege ich den hier irgendwo untergebracht? Au. Achso, vielen Dank an Resi, da fällt mir eben gerade ein. Ich hatte ja in einer der letzten Folgen dazu aufgerufen, wenn jemand weiß, wie man sein Tinkers-Werkzeug mit Ex-Kompressum-Hammer verbindet, soll er bitte Bescheid geben. Resi weiß es offenbar. Beziehungsweise er hat mir geschrieben, ich soll es doch mal so und so probieren, was ich jetzt auch demnächst mal machen werde. So, dann können ich hier die weg
Dazu hätte ich dann gerne meine Axt. Und eben für einen Screenshot habe ich aus Versehen meine Spitzhacke weggeworfen. Die ist hier runter ins Void gefallen. Ich konnte sie nicht retten. Alter, jetzt muss ich auch noch niesen. Was denn los? Sag mal, oh Gott, wir brauchen noch Energieleitung. So, na komm. 36, das heißt, wir können uns hiervon 15 Stück mitnehmen. Quatsch. Hiervon. Kann man mit den Nuggets eigentlich irgendwas herstellen? Wäre mal interessant. So, und jetzt können wir schön hier. Ja doch, das machen wir so. Die Reihe für die elektronischen Bauteile machen. So, ich hätte gerne noch etwas Holz. Wir haben noch 2 Stack, das dürfte sogar reichen. Mithilfe dieses Holzes. Wird jetzt hier eine Mauer gezogen. Ja, passt. Wunderbar. So. Denn jetzt können wir hier gleich mehrere Reihen an Kabeln setzen. Wir können jetzt hier die ganzen Maschinen umräumen. So, sag mal, wer kommt hier hin? Die kommt nach oben, die Axt nach unten. Du kannst da hoch. Input, Output, so. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich Input, Output, Input oben, Output unten bei den NDIO-Maschinen. So, schau mal, da muss noch upgraded werden. So. Denn diese Eisentruhen verbinden sich nicht miteinander. Da haben wir ein Upgrade. Wir brauchen, glaube ich, noch 1. Gut. Ja. So, Eisentruhe, Eisentruhe. Die ist leer, sehr gut. Oh, holy, holy, holy shit. Das wäre fast ins Auge gegangen. Oder in die Hose. Einmal und
Da ist auch nichts mehr drin. Zweimal. Sehr schön. Gut. Müsste jetzt eigentlich alles soweit sein. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, bleibt mir nichts weiter zu sagen als danke fürs Zuschauen. Morgen in der nächsten Folge werde ich dann anfangen, so die ersten Automatik-Hammer zu bauen und Automatik-Siebe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr schon da unten seid, drückt doch bitte auch auf den Abonnier-Button. Bedeutet mir ein bisschen was. Also, bis zum nächsten Mal, bye bye und tschüss.